Wir proben ja heute mit Ihnen Ihre Uraufführung, die nächsten Donnerstag in der Peterskirche aufgeführt wird. Was war denn Ihre Motivation für Deploration? Das ist ein Teil eines Zyklus. Also wie gesagt, ist Deploration, Deploratio 6. Eigentlich, das ist ein Geschenk für diesen Ensemble, Chor und Ensemble und vor allem für Walter Nussbaum. Das Stück ist ihm gewidmet, ist ein kleines Stück und die Überlegung in diesem Fall war Ben Alois Zimmermann als Widmung. Also jede Deploratio hat einen gestorbenen Komponist als Widmung. In diesem Fall sind 100 Jahre jetzt von seiner Geburt. Und ich habe überlegt, also wie konnte ich mit dieser Deploratio 6 und Ben Alois Zimmermann genau das Thema Zeit. Und deswegen, die Texte sind von Augustinus, Bekenntnisse, genau das 11. Buch, wo das, die Thematik geht um Zeit. Und deswegen diese kleine Partitur, also 7 Minuten lang ungefähr, das hat mit dieser Kugelgestalt der Zeit bei Augustinus, was auch sehr wichtig für Zimmermann war. Und deswegen das Stück spielt die ganze Zeit mit 3 Ebenen, die gleichzeitig anwesend sind in der gleichen Partitur. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Und durch die Elektronik, wir hören ab und zu wieder die Vergangenheit, was vorher schon aufgeführt wurde. Und die Partitur endet offen genau für die Zukunft. Es ist ein Spiel Augustinus und diesen Begriff von Zeit. Wir hören ja im nächsten Konzert, also wie gesagt am Donnerstag, auch viel alte Musik. Was macht denn für Sie dieser Bogen zwischen alten und neuen Musik so faszinierend? Was ist da das Besondere dran? Also ich bin immer total verliebt in der alten Musik, vor allem im 15. und 16. Jahrhundert Musik. Und ich habe viel daran gemacht, im Sinne also Verbindungen zwischen alter und neuer Musik. Ich arbeite sehr gerne auch mit alten Instrumenten, gotischen Instrumenten oder Renaissance-Instrumenten. Und ich hatte Musikwissenschaft studiert und ich war immer beschäftigt vor allem mit franco-flämischen Komponisten oder Komponisten aus Spanien der Zeit des 16. Jahrhunderts. Also die sind für mich Themen, die ganz wichtig sind. Ich kenne die sehr gut und auf der anderen Seite, die sind sehr modern. Und deswegen Josquin, Ockeghem, Isaac, alle diese Komponisten sind für mich ganz spannend, weil die verwenden neue Arten, Prozesse zu entwickeln, die ganz nah an der neuen Musik sind und nicht mehr wie in der Barockzeit oder im Klassizismus und so weiter. Deswegen diese Verbindung ist mir spannend und ich komme immer zurück. Sie haben allerdings auch sehr viel Elektronik in Ihren Stücken dabei. Und gerade für nächste Woche haben Sie ja mit dem SWR zusammen die Elektronik entwickelt. Können Sie da ein bisschen was zu der Entstehungsgeschichte erzählen? Ja, also ich würde sagen, ich mache nicht so viel eigentlich mit Elektronik, aber seit vielen Jahren eigentlich sind bestimmte Prozesse möglich nur durch die Elektronik. Das heißt, das ist manchmal ist Live-Elektronik, aber ich verwende das nicht als Ziel, sondern als ein Werkzeug, also als ein Mittel. Wie kann ich zum Beispiel die Aura erzeugen im Raum? Wie kann ich verschiedene Quellen in verschiedenen Positionen oder verschiedene Räumen gleichzeitig entwickeln? Diese Prozesse, die viel mit der Architektur und mit Wahrnehmungsprozessen zu tun haben, habe ich immer am Experimentalstudium in Freiburg entwickelt. Und daher entstand vorher das sogenannte Auraphon. Das verändert sich als Prozess in jedes Projekt. Vorher war in der Oper Aura, aber danach habe ich in viele andere Projekte neue Konstellationen von diesem Begriff vom Auraphon. Das ist die Möglichkeit, die Aura von bestimmten Instrumenten und Sängern in andere Raumdimensionen zu senden durch die Elektronik. Also die Aura im Sinne von Walter Benjamin. Und ab und zu, genau bis die neue Oper nächste Woche auch in Schwetzingen, da sind andere neue Prozesse entwickelt. Und ich habe genau als Ziel immer, diese neuen Welten in diesem neuen Rahmen als Wahrnehmungsprozesse zu entwickeln. Sie haben es gerade angesprochen, Ihre neue Oper wird im Rahmen der Schwetzinger Festspiele uraufgeführt. Können Sie da schon ein bisschen was verraten? Was erwartet die Zuschauer, die Zuhörer? Also eigentlich, genau wie die Elektronik, alle diese Prozesse das musikalische Material oder alle diese Aspekte sind immer in Verbindung mit bestimmten Ideen. In diesem Fall jedes Musiktheaterstück oder jede Oper oder jedes Kammermusikstück hat bestimmte Ziele oder Ideen. Und hier in diesem Fall, alles wird wie ein Schiff. In diesem Fall
in diesem Fall, das hat mit, der Titel ist Argo, genau, ist die, der, das Schiff der Argonauten. Und das Publikum sollte sich fühlen auch genau also innerhalb eines Schiffes, weil die ganze Elektronik, die Position von verschiedenen Instrumentalisten und auch die Thematik und so weiter, alles hat mit einem Schiff zu tun und natürlich ist mythologisch in diesem Fall, ist die Begegnung von verschiedenen mythologischen Personen mit der Sirenen. Einige haben das immer verweigert, also wie Ulysses, der am Mast gefestigt hat. Er hat die gehört, aber er war fest, konnte nicht durch, also zurück, also hinterher kommen. Oder Orpheus hat so laut wie möglich die Lyra, damit er diese Klänge oder Urklänge der Sirenen, die als Monster, als Ungeheuer betrachtet waren damals in der ersten mythologischen Quelle, und er hat die nicht gehört. Aber das Zentrum der Oper ist Butes und ist jemand, der als Argonauta an Bord des Schiffes von Argo springt ins Wasser, hinterher auf der Suche nach diesem Urklang der Sirene. Von Butes kennen wir fast nicht, das Gegenteil von Orpheus oder Ulysses, Jason und andere Personen. Aber Butes ist in der Argonautica, die Fahrt der Argonauten war bei Apollonius von Rhodos und ist für mich genau der zentrale Aspekt dieser Oper, die Suche nach der Unbekannte. Deswegen Schiff und diese Konfrontation mit der Sirene, die auch anwesend sind, das ist die Arena Argo, wo alles stattfindet. Das klingt sehr, sehr spannend. Dann freuen wir uns schon sehr darauf. Vielen Dank für das Interview. Okay, danke schön.